Zen, der Podcast von Chukka Sangha. Das heutige Beispiel ist Hikigan Rokku Nummer 33. Chinso Osho besucht Shifoku. Chinso kam, Shifuku zu besuchen. Shifuku zeichnete einen Kreis in die Luft. Chinso sagte: Ich habe keinen besonderen Grund, hierher zu kommen. Warum machst du dir die Mühe, einen Kreis zu zeichnen? Shifuku ging hinaus und schloss die Tür zu seinem Zimmer. Setsho sagt: Chinso hat nur ein Auge. Und in seinem Gedicht sagt Setsho: Perfekt der Kreis, rein der Ton, leuchtend und großzügig die Jade-Einfassung, mit der Pferde und Maultiere beladen sind, verfrachtet an Bord der eisernen Boote, denen gegeben, die erkennen, den Frieden und die Freiheit von Land und Meer. Er legte das Gerät ab, um die Schildkröte zu angeln. Setsho sagt an dieser Stelle: Die Mönche in aller Welt können da nicht herausspringen. Bevor ich auf dieses nicht ganz leicht zu verstehende Koan näher eingehe, wollte ich noch ein paar Anmerkungen zum Thema Koan Zen überhaupt machen. Also, warum sollen wir überhaupt Koan üben, ja? Wenn man sich so einen Koan da anhört, dann fragt man sich, was kann ich denn da für einen Saft draus saugen oder sowas. Ja? Begegnen sich zwei, der eine macht einen Kreis in die Luft, der andere sagt, lass mal stecken. Ja, und den haut der andere ab. Ja, und das soll nun eine wahnsinnig erleuchtungsschwangere Aufgabe für uns sein. Das ist nicht so leicht zu glauben, ja. Und deshalb sage ich mal ein paar kleine Anmerkungen überhaupt zur Koan-Praxis. Was tun wir da eigentlich, ja, wenn wir Koan üben? Ich erzähle dann immer, wo man das Koan ablegt, nämlich hier unten im Hara, dass man das mit seinem Atem anfacht, dass es lebendig wird und dass dann da Antworten aufsteigen und dass man die dann mit seiner Intuition prüft und dass man da guckt, ob da so ein Aha-Erlebnis dabei ist und so weiter. Aber wieso sollen wir es überhaupt machen? Ja, also warum sollst du so ein Ding da hier unten in den Bauch stecken und das da grummeln lassen? Ja? Ist doch echt eine Frage. Ja? Also wir sind im dritten Jahrtausend jetzt. Muss das noch sein? Wir haben doch alle iPhones und können unsere Fragen jederzeit im Internet stellen. Und Siri hat auch schon Antworten da parat, ja, wenn man es richtig macht. Ich greife mal das Mumonkan auf. Das ist ja die erste klassische Koansammlung, mit der wir uns praktisch befassen. Und wenn man sich dieses Mumonkan mal so im Überblick anschaut, dann kann man feststellen, dass dieser
Mumon, der diese Koans zusammengestellt hat, da für uns so eine Art Heldinnen- und Heldenreise komponiert hat. In dieser Heldinnen- und Heldenreise, da kommen wir bei den Koans an verschiedene Ufer. Jetzt nicht ganz so wie Odysseus und seine Getreuen, aber auch irgendwie mit Herausforderungen konfrontiert. Und ich gehe mal etwas näher ein auf die Koan 1 bis 12, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, wie man da jetzt so anfängt zu navigieren. Und eine Schwierigkeit, die wir in der Praxis haben, ist, wenn wir uns nur so selten sehen, sagen wir mal einmal im Jahr, und da ein Koan bearbeiten, das kann durchaus sinnvoll sein, aber von Reise merkt man da nicht mehr so richtig viel. Ja? Man ist da so mehr oder weniger in einer Gaststätte festgesetzt und hat auch schon den Plan aufgegeben, wo der Weg dann weitergeht. Ja? Also es ist schon gut, dass man so am Ball bleibt bei der ganzen Korngeschichte. Und im Kloster ist das natürlich automatisch. Viermal am Tag Doxan, da rauscht man da ganz anders durch die Korns durch, als wir das jetzt hier so machen können. Trotzdem finde ich, lohnt sich der Aufwand. Ja? Es lohnt sich, sich mit diesen einzelnen Etappen dieser Reise tatsächlich ernsthaft zu beschäftigen. Und das fängt ja dann an mit Joshus Mu. Ja? Das haben ja nun fast alle von euch schon gehört. Ne? Hat der Hund die Buddha-Natur? Antwort Mu. Und dieses Mu, was eigentlich wörtlich bedeutet nichts, das kann ja nicht die eigentliche Antwort sein, weil ja jeder weiß, Buddha Natur ist überall und hat jeder und jedes Wesen und so. Was machen wir dann mit diesem Mu? Und der Auftrag dieses Korns ist, eine selbstständige Reise nach innen anzutreten. Also herauszufinden, was mag der Joshu mit diesem Mu eigentlich gemeint haben? Was hat er angesprochen? Und das ist eine Reise ja in einen Bezirk unseres Daseins, der uns für gewöhnlich nicht wirklich bewusst ist. Uns ist klar, wir sind Kinder der Erde, aber uns ist oft nicht so richtig klar, dass wir auch Kinder der Grenzenlosigkeit sind. Und wie vereinbaren wir es, Kinder der Erde zu sein und gleichzeitig Kinder der Grenzenlosigkeit zu sein? Wie geht das zusammen? Wo treffen sich die Energien in uns? Zum Beispiel in unserem Herzen, könnte sein. Ja? Wir stehen da so und verbinden Himmel und Erde. Ja? Und das ist unser Herz. Und da forschen wir, was ist denn dieses Mu? Ja? Und das tun wir, indem wir das mit unserem Atem verbinden und immer wieder lauschen, was für Resonanzen gibt denn das eigentlich? Ja? So, das ist so das Eingangstor. Das ist also ein bestimmtes Meer, was wir da abklappern, wenn wir dieses Koan Mu üben. Und es ist ein wunderbares Eingangstor, nämlich ein torloses Tor. Wir können auch immer wieder an diese Station zurückkehren in unserem ganzen Zen-Leben. Es macht immer wieder Sinn, sich dieser Frage neu zu stellen. Was meinte Joshu mit Mu? Ja? Das nächste Koan, das beschäftigt sich mit den Gesetzen von Ursache und Wirkung und dem Karma. Jakuyos Fuchs. Ja, ein Erwachter, der auf eine Frage nach Ursache und Wirkung, nämlich die Frage, ob Erleuchtete auch dem Gesetz von Ursache und Wirkung unterliegen,
mit der Antwort gekommen ist, nein. Er hatte das so vor Augen, dass wer erwacht ist, die Welt anders sieht und dass das Getriebe von Ursache und Wirkung deshalb sich anders darstellt. Er ist nicht mehr reflexartig mit seinen Reaktionen oder sowas im Bunde. Ja? Er hat einen gewissen Überblick über das Leben. Und da könnte es ja auch sein, dass bestimmte Ursachenketten ihn nicht mehr berühren. Ja? Gut, also darum geht es. Und indem er also diese Antwort gegeben hat, nein, heißt es dann in dem Koran, wurde er verdammt, 500 Mal als Fuchs wiedergeboren zu werden. Ob das nun eine schöne Sache ist oder nicht, weiß man nicht. Auf jeden Fall wollte er gerne von dieser Fuchsgestalt befreit werden. Das ist das Thema dieser Reise. Da geht es um Ursache, Wirkung, ja. Da geht es um unsere geistige Haltung dazu. Und dieses Koran wird meistens aus der Reihe rausgenommen, wenn wir es bearbeiten. Und erst so zum Schluss, wenn wir schon ein gewisses Verständnis vom Erwachen haben, wieder herangezogen. Ja. Dann gibt es dieses Koran Gutes Finger. Also da ist man das erste Mal entsetzt, wie sich diese Zen-Meister so aufführen. Ja? Da hat ein Meister so einen kleinen Jüngling da als Gehilfen, ja, der noch ziemlich grün ist hinter den Ohren. Ne? Und dieser Meister, der, wenn der irgendeine Frage vorgelegt bekommt von seinen Besuchern, dann hebt er seinen Finger. Ja, und dann ist er mal weg und dann kommt ein Besucher und der junge Mann ist da und wird gefragt, was ist denn nun das Zen deines Meisters? Hebt er seinen Finger. Und als Gute das hört, schneidet er ihm den Finger ab. Grausam, wie die da vorgehen, ja. Und dann ruft er dem schreienden Jungen noch hinterher. Und es heißt, der Junge wurde erleuchtet. Also das ist eine dramatische Szene, wo es tatsächlich mit körperlichen Blessuren einhergeht, das Zen-Training der alten Zeit. Ja. Da fragen wir uns, wie hoch muss denn der Einsatz jetzt hier sein? Ja? Das reicht ja schon, dass man so nach einer halben Stunde denkt, können wir nicht mal die Füße bewegen oder sowas, ja? Muss denn immer gleich der Finger abgeschnitten werden und so? Ja, und das zentrale Thema dieses Korans ist halt echt sein. Der Junge dödelt da rum und macht was nach und ja, er erfährt das Echtsein schließlich, ja? Nämlich sein eigenes Schreien wird ihm bewusst, dass das echt ist, was da aus ihm rauskommt. Ja? Und dieses Koran ist das Koran Echtheit vor Schönheit. Ja? Und das ist ein ganz großes Thema für viele von uns. Also glaubt nicht, dass ihr das Meer der Echtheit überspringen könnt. Ja? Da müssen wir alle durch. Ganz interessant ist in den Anmerkungen da noch eine Geschichte, als Gute selber noch nicht erwacht war. Da hat er sich also so angestrengt in eine einsame Höhle und hat da meditiert von früh bis spät und hat immer gewartet, dass jetzt mal Avalokiteshvara vorbeikommt und ihm den entscheidenden Anstoß gibt, damit er endlich durchbricht. Und statt Avalokiteshvara kommt da die Nonne Jisai an, ja, mit einem Hut auf. Und die geht so dreimal um ihn herum, ja. Und dann sagt sie, na, willst du nicht ein Wort sagen? Sprachlos,
eine Frau dabei mit, ne? Da kann ja nicht mit umgehen. Ne? Und dann geht sie nochmal raus, dann kommt sie wieder rein, macht nochmal die Runde. Ihm fällt nichts ein, wie er sie ansprechen kann. Ja? Nochmal, und er versagt. Und das geht ihm so dermaßen nach, dass es ihm nicht möglich war, dass er so borniert war in seinem Geübe und seiner Suche nach Erleuchtung, dass er die Schönheit dieser Nonne einfach nicht sehen konnte. Blind vor Eifer. Auch ein Thema von uns. Ja? Das Schöne sehen wir plötzlich nicht. Weil so, ich will jetzt endlich, optimiere mich. Und so. Ja, haut nicht hin. Ja. Eine andere Station ist dann, der Fremde aus dem Westen hat keinen Bart. Ja, da ist eine interessante Frage. Wer ist eigentlich der Fremde? Na? Was ist denn da eigentlich fremd? Was ist überhaupt fremd? C.G. Jung hat ja in seinem Buch Geheimnis der goldenen Blüte dargelegt, dass wir uns den östlichen Wahrheiten öffnen als Westler, weil wir mit dem uns fremd gewordenen Inneren unserer Seele, ja, nicht mehr in Kontakt sind. Und da machen wir diesen Umweg über den Osten und seine Weisheiten und so weiter. Und dann können wir plötzlich die Schätze des Ostens in uns selber entdecken. Und dann sind sie natürlich nicht mehr fremd. Aber am Anfang sind sie fremd. Ja, und diese Schätze der Fremdheit in uns zu heben, das ist unter anderem das Thema dieses Koans. Man könnte auch sagen, es ist in gewisser Weise das Thema Fremdheit in Freundschaft wandeln. Den Buddha nicht da als so was Heiliges, Unantastbares irgendwo in der Ferne so zu sehen, an das ich nie heranreiche, das mir immer fremd bleibt, dazu eine andere Beziehung zu bekommen. Diese Wesenszüge des Buddha oder des Bodhidharma in mir selber zu lokalisieren, ja. Das ist natürlich innere Arbeit, das fällt uns nicht in den Schoß. Und das ist wieder ein Meer, das wir dadurch schiffen. Dann haben wir das nächste Koan, ist Kyogens Mann im Baum. Der hängt da, hält sich gerade mal noch so mit den Zähnen fest, ja? Schwebt über einem tiefen Abgrund. Kein Schwein weiß, wie er in diese Lage gekommen ist, aber er ist in der Lage, wird so geschildert. Und dann kommt noch einer vorbei und fragt ihn nach dem Sinn des Lebens. Ja. Das ist eigentlich so der Prototyp der sinnvollen Antwortsituation. Ja, jetzt sollst du da... Ja, ist nicht so leicht, da jetzt was zu sagen. Naja, und also ist die Konfrontation mit der Ausweglosigkeit, ja, das ist ein sehr großes Meer, was wir da durchschiffen, weil wir uns natürlich in unserem normalen Leben häufig fühlen, dass wir in einer ausweglosen Situation sind. Jetzt denken wir, die ganze Menschheit ist in einer ausweglosen Situation. Klimakatastrophe. Was werden wir machen, wenn wir alle da bei 3 Grad plus verschmoren, weil man doch die Öfen nicht rechtzeitig abgestellt kriegt und so weiter. Also, wir gehen da auf so eine gewisse Ausweglosigkeit hinzu. Und hier, der ist natürlich in so einer echten Verzweiflung. Ja? Wir fangen ja gerade erst an, so ein bisschen Verzweiflung zu kriegen. Ja? Und sogar Armin Laschet und so und der gute Scholz, die
kriegen schon so ein bisschen die Motten und denken, Mann, das geht nicht mehr so weiter. Man kann nicht einfach die Kohlekumpels immer hier kommen. Ihr kriegt doch Subventionen und so. Macht mal weiter, Erkelenz. Da hinten, das bauen wir noch ab. Das sind noch ein paar tausend Millionen Tonnen. Aber dann wird es vorbei sein. Geht nicht mehr, ja. Also in dieser Bundestagswahl wird man sehen, wie sich die Sorgen der Beteiligten tatsächlich in Wählerstimmen ummünzen werden. Ja. Kurz und gut, im Zen gilt der Grundsatz, bist du in einer ausweglosen Situation, mach Ausweglosigkeit zu deinem Weg. Ja. Nicht hier mit Lösung rumfummeln und so weiter, nee. Geh richtig rein in die Ausweglosigkeit. Dann kannst du Fortschritte machen. Schlussendlich kommen wir jetzt zum 6. Koan. Da hält der Buddha, der auf seinem Predigtberg eine große Menge von Menschen versammelt hat und dafür gewöhnlich eine Stunde lang predigt, da hält er vor den Versammelten nur eine Blume hoch. Und zwar keine Sonnenblume, sondern ein Usambara-Veilchen. Ein kleines Ding da. Die sitzen alle. Was ist da los? Und so, ne? Der sagt ja heute gar nichts und so. Und einer unter den vielen Zuhörern ist dabei, der lächelt. Und zu diesem, der da lächelt, sagt dann der Buddha diese wunderbaren Worte. Ich habe das wahre Dharma-Auge, den wunderbaren Geist des Nirvana, die wahre Form des Formlosen und das einzigartige Dharma-Tor, die nicht von Worten abhängen und außerhalb jeder Lehre übermittelt werden. Dieses habe ich Kasyapa übertragen. Also, da erkennen sich zwei wieder. Und das ist der interessante Punkt in der Zen-Entwicklung, dass wir an diesem Punkt des sich gegenseitig Wiedererkennens schlussendlich geraten. Das ist kein Utopia oder sowas, wo man nicht hinkommen kann. Nee, das ist ein reales Ufer, an das man gelangen kann. Aber ihr hört schon, also da, was der Buddha da überträgt, das ist da schon eine ganz schöne Nummer. Ja. Und für uns ist die Geschichte deshalb wichtig, weil wir so etwas kennen wie eine Übertragungslinie im Zen. Das heißt, die Fähigkeit zur Belehrung über Heldengeschichten, die kann man lernen, kann man auch übertragen bekommen. Und da gibt es so ein gewisses Authentizitätsverfahren, wo man sagt, okay, ich bestätige dir das, sagt der Lehrer zu seinem Schüler und gibt ihm eine schriftliche Urkunde. Davon handelt also diese Übertragung. Im Falle vom Buddha wurde nichts schriftlich übertragen, weil es noch keine Schrift gab, sondern da wurde das Gewand und die Bettelschale des Buddha weitergegeben. Das waren auch Zeichen, die man erkennen konnte. Ja. Dann geht es weiter mit einem alltäglichkeitsbezogenen Koan. Da kommt nämlich so ein Mönch, der gerade so mehr oder weniger frisch im Kloster angekommen ist, zu Joshu und will natürlich gerne so schnell wie möglich zum Erwachen kommen. Das ist so eine interessante Frage, wo befindet sich eigentlich dieses Erwachen? Ist es vor mir? Ist es neben mir? Ist es hinter mir? Wo finde ich das, ja? Und dieses Koan heißt Baschsteine Schalen. Ja? Also der junge Mann da will das gerne wissen, wie man da auf kürzesten Wege vorankommt. Und Joshua sagt nur, hast du schon gegessen? Ja,
dann wasch doch mal deine Schalen. Und es ist auch ein Korn, was uns jetzt besonders herausfordert. Wir stehen jetzt in der Klimakatastrophe und sind mit den Folgen unseres eigenen Handelns konfrontiert. Ja? Und im Zen gilt ja dieses Spurlosigkeitsprinzip. Also nicht die dicke Nummer machen und mit dem breiten Reifen durch die Geschichte fahren und endlose Spuren von Leid und vielleicht auch ein bisschen von Freude zu hinterlassen, sondern den Planeten so wieder zurückzugeben, wie wir ihn übernommen haben, möglichst noch besser. Und das ist das Thema mit dem Schale waschen. Ja? Mach die Dinge zu Ende. Bring sie so weit, dass du niemand mehr mit den Folgen deines eigenen Handelns behelligst. Und das ist eine großartige Übung. Schließt mal kurz die Augen und guckt mal an, was alles unerledigt bei euch zu Hause rumliegt. Ja? Dann wisst ihr, wie wirksam das ist, sich in dieses Meer zu begeben. Das Meer des Aufklarens, des Erledigens, des Zuendebringens, der Nachsorge. Dann kommt Kechu, der erste Wagenmacher. Na, das war eine Revolution, das war sozusagen der Computer des Altertums, das Rad. Das hat die ganze Kultur revolutioniert, ja. Da trottete man nicht mehr hinter Maultieren und Pferden her und pflanzte da vor sich hin. Nee, da wurde der Wagen erfunden, mithilfe des Rades. Und da wird dann so in dem Korn die Frage gestellt, stell dir vor, man würde dem Wagen alle Speichen, Räder abnehmen und sogar noch die Achse. Was hättest du dann? Oh, da können wir uns so richtig tummeln in unseren Konzepten. Das ist so ein Korn da. Da geht man rein und dann werden wir zu Wagenkonstrukteuren und der Wagen ist dann das Symbol für dies und jenes. Und es ist alles nicht. Ja, kein Konzept. Dann kommt ein schönes Koran, Nummer 9, Daitsu Chisho Buddha. Der sitzt da mehrere Weltzeitalter. Also ein Weltzeitalter, oder sagen wir mal, 5 Weltzeitalter machen das Entstehen und Vergehen eines Universums aus. Und der sitzt 10 Weltzeitalter. Und er sitzt, ohne ein Buddha zu werden. Und da sind die Mönche natürlich neugierig. Wir sitzen ja auch schon hier mehrere Stunden am Tag. 10 Kalpas hat der da gesessen, ist kein Buddha geworden. Keine schöne Perspektive, ja. Oh, worauf sollen wir uns einlassen? Fragen über Fragen. Und das Interessante an diesem Daitsu Chisho Buddha, wenn wir den von innen erforschen, der da tatsächlich 10 Weltzeitalter leben kann, ja, sitzen, nur in der Stille, dass an dem jede Frage irgendwie abprallt, ist ja wohl klar. Ja. Da können wir auch gleich zum nächsten Felsen hingehen und sagen, sag mal, wie spät ist es? Ja? Kriegen wir auch keine Antwort. Also, aber das ist eine Power, wenn ihr den Daitsu Chisho Buddha in euch selber wachruft. Das werdet ihr merken. Da geht ihr in irgendeine Besprechung, wo nervige Leute rumsitzen, die Fragen stellen und ihr sitzt da. Daitsu Chisho Buddha. Lass sie reden. Es ist nicht das Wesentliche, was sie berühren mit ihren Fragen, okay? Dann haben wir auch den Fall eines völlig verzweifelten, ja, wie soll man den nennen? Ich möchte jetzt nicht unsere
Stereotypien für verzweifelte Menschen hier dem antragen. Dem Sesi, der kommt zu seinem Meister und da ist völlig verzweifelt, weil es mit der Übung nicht vorangeht. Jetzt so Vorstellungen, was man so erreicht haben müsste, wenn man schon so lange sitzt wie der. Und ihr braucht nicht zu glauben, dass er der Einzige ist, der sich diese Frage stellt. Ja? Die stellt sich während der Übung wiederholt. Manche entscheiden sich dann für eine Pause. Geht auch. Er kommt an zu seinem Meister und sagt, oh, der arme Sesi ist völlig verzweifelt. Und der Meister, Sesi! Da kommt er mit einem Schlag aus seiner Verzweiflung rausgefallen, ja, und wird geheilt von der Präsenz im Hier und Jetzt. Wenn wir im Hier und Jetzt wirklich präsent sind, dann können wir uns diese Sesi-Fragen sparen. Ja? Das Leben ist dann selbsterklärend im Hier und Jetzt. Wir kriegen alle Antworten, die wir brauchen, aus der Gegenwart des Präsentseins. Okay, das ist da ein Thema. Also keine 100 Stunden Psychotherapie, sondern ein wirksamer Schrei und er ist geheilt. Auch eine schöne Geschichte. Dann haben wir Nummer 11. Josu besucht die Eremiten. Also Josu, der 120 Jahre alt geworden ist, ne, der hat da erst mit 17 hat er so das erste Erwachen gehabt. Später dann noch unter Nansen das tiefe Erwachen. Dann, als sein Meister gestorben ist, macht er noch 13 Jahre Tempeldienst da. Und mit 60 geht er endlich auf die Reise und denkt sich, ich check mal ab, was es im großen China an Meistern gibt und wie die so verfasst sind. Er ist also so richtig in Hippie-Laune. Und er geht 20 Jahre lang durch China, viele, viele tausend Kilometer und besucht einen Eremit und einen Meister nach dem anderen. Kommt auch bei Rinzai vorbei. Rinzai schüttet ihm, der hat sich gerade die Füße gewaschen und schüttet ihm zur Begrüßung das Fußwasser ins Gesicht und dann zieht sich Josu zurück und sagt, den brauchst du nicht weiter zu testen, das ist schon okay. Ja. Aber bei den anderen, da testet er rum und dann sagt er, naja, da könnte es noch etwas werden und bei dir, oh Gott, das ist ja schon wirklich phänomenal. Und so. Ja, diese Art von Reise macht er und wenn wir dieses Koan üben, dann wäre es schön, wenn wir auch unsere innere Freiheit spüren, die wir haben, dass wir uns in der Welt umtun können und dass wir der Welt begegnen können mit offenen Augen und völlig frei und dann nicht aus Konvention irgendwie was Schönes sagen müssen oder was Schlaues oder sowas. Nee, wir können einfach sagen, was unser Herz da hervorbringt, ja. Dann geht es weiter mit Suigan. Der ruft ständig seinen Meister. Seinen inneren Meister. Und der innere Meister sagt ihm was. Ne? Sei hellwach. Ne? Und so weiter. Und das ist auch ein Meer. Den inneren Meister zu entdecken. Zu wissen, wir bewegen uns als Meister, die üben in unserem Leben oder Meisterinnen, die üben, ja, sind die ganze Zeit am Üben. Und wir sind trotzdem gleichzeitig auch Meister unseres Lebens. Das ist eine schöne Botschaft, ja. Ja, und in dem Koan da schauen wir natürlich, was sagt denn dein eigener innerer Meister zu dir? Was der da in der Geschichte sagt, ist ja klar. Aber was sagt denn dein Meister zu dir? Wie spricht er dich an? Und unterscheidet er sich von deinem inneren Erzieher, der immer sagt, falsch, nicht so,
anders. Du schaffst es nie. Die Stimme ist nicht gemein. Es ist der Meister gemein, die Meisterin. Ich sprich die zu euch. Gut, das sind also die ersten 12 und so geht es dann noch viele weitere Korans weiter. Und dann kommen wir schlussendlich zu Fall 47, Tosotsus, drei Barrieren. Und da geht es nochmal voll ans Eingemachte. Da geht es nämlich darum, aha, du hast also die wahre Natur deines Wesens hast du erkannt, ja. Wie ist es denn da mit dem Leben und Sterben? Wie kommst du denn damit klar, wenn sich plötzlich die vier Elemente trennen? Das ist nochmal ein richtiger Hammer. Das bringt uns nochmal so an die Grenzfragen. Und es ist das vorletzte Koran des Mumonkan. Und es ist gleichzeitig ein sehr intensives Koran, wenn wir uns darauf einlassen. Und Christiane und Raimund sind ja gerade von einer sehr schönen Trauerfeier zurückgekommen. Und ich hatte den Eindruck, ihr konntet so mitgehen mit dem Sterbeprozess und dem Todsein und dem das Feiern, trotzdem das Leben feiern. Aber wenn es uns so bevorsteht, persönlich, ja, es mit uns zu Ende geht, wie geht's uns dann? Und das versucht dieses Koran zu beleuchten. Ich habe euch jetzt hier nur mal so 13 Stationen aus dem Mumonkan so ein bisschen vor Augen geführt, damit ihr wisst, welche Themen wir da so ansteuern mit den Korans. Ja? Und das sind alles intensive Themen, denen wir uns stellen können oder nicht, das ist unsere Entscheidung. Aber wenn wir uns dem aussetzen, dann ernsthaft in dem Setting. Ja? Wir prüfen gemeinsam, was ist bei rausgekommen und so weiter. Nun haben wir hier diesen Chinsho Osho, ne? Also der geht zu Shifuku, der malt einen Kreis, ja. Der sagt, mach dir doch nicht die Mühe. Ich habe hier keinen besonderen Grund herzukommen. Ne? Gut, Shifuku zieht sich zurück. So, und das ist irgendwie so ein bisschen seltsam, wie die sich da behandeln. Ja? Für uns Normalmenschen, unsere Normalaugen. Und diesen Mondos, diesen herausfordernden Handlungen und Dialogen, das ist eine besondere Art von Koans, wo wir irgendwie untersuchen, sind die in Beziehungskontakt? Verstehen die sich von Herz zu Herz? Oder labern die dann rum und reden aneinander vorbei? Ja? Und wie sollen wir das denn nun wissen? Ja? Wir waren ja nicht dabei. Wir haben auch keinen Kreis gemalt und gar nichts. Ne? Wir begrüßen die Menschen mit Handschlag und nicht mit Kreisen in der Luft malen. Und so. Ja. Und deshalb steht eben hier auch zum Schluss die Feststellung von Secho im Raum. Chinso hat nur ein Auge. Und er fragt sich, welches Auge hat er nun? Ist er der einäugige fast Blinde oder ist er einer, der ein besonderes Auge entwickelt hat? Ja? Ist er womöglich mit dem Buddha-Auge ausgestattet? Also der Buddha hat ja da im Mumonkan 6 gesagt, ich habe das wahre Dharma-Auge. Im Original heißt das Shobogenso. Ja, und das bedeutet Sho, war, Bo, ne, Gesetz, Gen, Auge, So, Schatz. Also das Schatzauge des wahren Dharma habe ich, ja, sagt der Buddha. Und hat der nun hier das Schatzauge des wahren Dharma, der zu dem anderen sagt, du hast keinen besonderen Grund hier zu kommen.
ist das Ausdruck von seinem Schatzauge. Da könnt ihr sehen, dass wir da ganz schön ins Schleudern kommen. Ja, also mein Lehrer hat mir das nochmal aufgezeichnet, was in diesem Falle dieses eine Auge bedeutet. Ja, Menschen haben zwei Augen, jedenfalls im Normalfall. Ne? Und wieso hat er ein Auge? Und da gibt es halt in der Mythologie auch verschiedene Gestalten, die mit einem besonderen Auge ausgestattet sind. Zum Beispiel Shiva, Shiva-Auge, Stirnauge, ja. Maheshwara. Maheshwara hat nur ein Auge. Wir haben in unserer Tradition die Zyklopen, die da auch nur ein Auge haben, aber besondere Kräfte haben, ja. Also, gut. Und dieses Shiva-Auge oder dieses Maheshwara-Auge, ja, das zu entdecken, das ist eine große Herausforderung. Und haben wir das hier entdeckt bei Jinso, können wir das von der Erkenntnis unseres eigenen Dharma-Auges vielleicht schon sehen? Sind wir mit dem auf einer Wellenlinie? Ist er mit uns auf einer Wellenlinie? Maheshwara auf Japanisch heißt der Daijisai und die Übersetzung ist große Freiheit. Also dieses Auge stattet uns mit großer Freiheit aus. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir uns um dieses eine Auge tatsächlich bemühen. Egal, ob Jinso das nun gehabt hat oder nicht, ja. Die Frage kann man erst klären, wenn man das Koan bearbeitet. Aber es ist eine wichtige Frage. Und natürlich geht es mit der ganzen Koan-Übung auch darum, dieses Auge einmal aufzutun. Und da wünsche ich euch bei euren weiteren Anstrengungen alles Gute. Bis wir uns wiedersehen. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.